Hallo Leute, mein Name ist Martin Grow, herzlich willkommen zu meinem neuen Unboxing zur Slam Crate Box von Loot Crate. Wie immer gilt natürlich, falls ihr die Boxen auch bestellen wollt, gibt es den Link dazu in der Videobeschreibung loottrade.com/mgwwe und mit dem Gutscheincode mgwwe bekommst du auch noch 10% Rabatt. Also auf jeden Fall nicht vergessen, Loot Crate schickt euch alle 2 Monate so eine Slam Crate Box zu. Diese ist direkt von der WWE und enthält auch nur exklusiv Merchandise von der WWE. Und wie immer gucken wir heute mal gemeinsam rein. Das sieht alles schon sehr nice aus, denn wir haben hier wieder eine Figur, eine, die es letztes Mal auch schon gab, und zwar von Cena. Dieses Mal gibt es The Rock. Und die haben da scheinbar eine richtige Serie draus gemacht, denn hier bei der The Rock Serie gibt es auch Kevin Owens, Bayley und AJ Styles. Ich würde sagen, wir packen die Schlinge hier einfach mal aus. So sieht die Figur aus. Wir haben hier natürlich The Rock mit schwarzer Hose, mit schwarzem T-Shirt und dem Bullen hier vorne drauf. Außerdem gibt es hier auch noch seine Tattoos mit am Start, ein paar Elbow Pads, ein paar Knee Pads, die Boots, alles soweit schick. Und hier natürlich The Rock, also das kann man sehr gut erkennen. Ich persönlich muss aber sagen, dass mir der The Rock mit Bart viel besser gefällt als der ohne Bart. Im aktuellen Fast and the Furious Film hat er ja wieder einen Bart und das sieht einfach so geil aus. Aber gut, das hat ja jetzt hier mit der Figur nichts weiter zu tun, ich wollte es nur mal sagen. Auf jeden Fall hier auch wieder sehr schwere Figur, sind halt so eine Metalldinger und ziemlich nice. Dann gibt es was, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, und zwar gibt es eine Bauchtasche im WWE Championship Design. Nicht nur, dass ich einfach keine Bauchtaschen trage, sondern auch generell. Also ja, es sieht extrem lustig aus, wenn man einfach mal so eine Bauchtasche hat, ne? Also es ist, für den Gag finde ich es gut. Und an sich ist das auch relativ gut verarbeitet. Hier passt ordentlich was rein. Aber es ist dann doch irgendwie ein bisschen eigenartig, da ja, ich nicht glaube, dass so viele junge Menschen sich diese Loot Crate Boxen kaufen. Und das ist ja dann doch eher was für Jüngere. Ein bisschen komisch. Dann haben wir wieder eine dieser Goldplatten hier. Und zwar dieses Mal der alte Attitude Championship. Das Ganze hier auch wieder mit 2 Pins. Und auch relativ schwer, auch hartes Metall oder was auch immer das sein soll. Auf jeden Fall ist das ziemlich nice. Hier, da gibt es ja eine richtige Sammlung, wenn man alle Loot Crate Boxen hat, dann hat man da eigentlich so alle Championships zusammen. Und das ist schon echt nice. Und hier, das sieht auch wieder sehr, sehr gut aus, sehr, sehr schön detailliert. So gefällt mir das. Dann gibt es hier so ein Päckchen. Bin gespannt, was da drin ist. Bestimmt irgendeine Sammelkarte, die übelst wertvoll ist. Oh, da sind einige Sammelkarten drin. Und zwar von Tops Slam 16 Digital Training Card App. Okay. Ich glaube, die haben mir mal eine Nachricht geschrieben. Ob ich da so ein paar Packs haben will, um die zu unboxen. Und ich glaube, ich habe mich nicht gemeldet. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir hier John Cena. Dann haben wir Charlotte, wie sie gerade ihren fetten Moonsault macht. Und wir haben Kevin Owens mit dem German Suplex. Hier ist dann noch so eine kleine Karte dazu, damit man auch die Infos dazu hat. Dann gibt es wie immer hier dieses Heftchen, wo man genau sieht, okay, was ist hier in dieser Box alles Schönes drin. Dann wurde hier noch jemand interviewt, und zwar dieses Mal Charlotte. Und wir haben wieder ein Poster am Start. Und dieses Motiv kennen sehr viele. Ein richtig guter Moment. Wir haben hier den Entrance vom Undertaker in Posterform. Sehr nice. Guckt euch das an hier mit den Seelen, die da von unten nach dem Taker greifen. Das war schon eine extrem geile Geschichte. Ja, sehr schönes Poster hier am Start. Finde ich gut. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch wieder ein T-Shirt mit dabei. Und das finde ich extrem geil. Und zwar ist es diesmal eins von The Architect Seth freaking Rollins in Grau, was ja für mich schon mal eh gut ist. Und generell das Design ist auch übel nice, passt auch sehr gut. Er hatte das auch mal während einer Raw-Episode an. Gefällt mir, finde ich sehr geil. Ja, und das war's dann mit der Slam Crate Box
von Loot Crate. Wir haben hier wieder so ein fettes Entrance-Ding mit dem WrestleMania-Theme. Ist es dieses Mal. Das war's auf jeden Fall mit der Box, mit der Slam Crate Box. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu der ganzen Geschichte in die Kommentare. Wie findet ihr das Shirt? Habt ihr selbst die Loot Crate Box? Und wenn nicht, dann denkt dran, sie auch zu bestellen. Loottrade.com/mgwwe und mit dem Gutscheincode mgwwe gibt es 10%. Und nicht vergessen, vergiss nicht meinen Kanal hier kostenlos zu abonnieren. Vergiss nicht die Codes für die Loot Crate Box in der Videobeschreibung. Hier ist mein Gaming-Kanal, hier eins meiner letzten Videos. Und dann war's das. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hau rein bis zum nächsten Mal und ciao.